Frau Aschmeier, bitte nehmen Sie Platz. Frau Aschmeier, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, nehme ich an. Wissen Sie, wenn man es nicht tut, macht man sich strafbar. Man kann immer dann schweigen, § 55, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Frau Aschmeier, Dörte ist Ihr Vorname, Sie sind 30 und wohnen ebenfalls in Kleinfellbach in der Eifel. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Geflügelbäuerin und habe einen kleinen eigenen Betrieb. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Frau Aschmeier, Sie wissen ja, was Brittany Denise Feinhuber in der Nacht zum 10. Januar 2009 passiert ist. Dass sie in einem Waldstück bei 5 Grad minus ausgesetzt worden ist und sich auf dem Rückweg mit ihren Stöckelschuhen ziemlich schwere Erfrierungen zugezogen hat. Ne? Ja, und ich gäbe was drum, wenn ich das hätte sehen können. Also das Heimgestöckel meine ich. Das mit den abgefrorenen Zehen tut mir natürlich leid. Die Verteidigung ist durchaus der Meinung, dass Sie dieses Gestöckel gesehen haben. Denn Sie seien es in Wirklichkeit gewesen, die Brittany Denise ausgesetzt habe. Das ist doch lächerlich. Weder ich noch der Herbert haben da was mit zu tun. Sie sind am 9. Januar jedenfalls nur auf dem Hof abends gewesen. Was war der Grund Ihres Besuchs? Ja, das war quasi geschäftlich. Also Herbert und ich haben uns um 19 Uhr zu einem Glas hausgemachten Apfelsaft zusammengesetzt und den Arbeitsplan für die nächste Woche besprochen. Tja, seine Paris Hilton möchte gern Frau, ist ja total arbeitsunfähig und war da ja schon zu ihrer partywütigen Bäuerin-Clique abgedampft. Der arme Kerl muss seit Monaten alles allein machen auf dem Hof. Naja, da greif ich ihm ab und zu unter die Arme. Wozu ist mein Nachbarn? Ja gut, aber Frau Aschmeier, trotzdem Ihr Engagement in allen Ehren. Das geht aber doch weit über die bloße Nachbarschaftshilfe hinaus. Ich meine, Sie haben, seitdem Ihr Mann in 2005 verstorben ist, bewirtschaften Sie diesen Geflügelbauernhof alleine. Und darüber hinaus gehen Sie dann auch jeden Morgen von 6:30 bis 8 und abends von 6:30 bis 8 und teilweise noch später und helfen ihm. Also das macht man doch nur, wenn man irgendwas von jemandem will oder wenn man ihn selbst will. Das ist doch Blödsinn. Herbert und ich sind Freunde seit Kindertagen. Ja, und Freunden hilft man in der Not. Das steht schon in der Bibel. Also, Dörte, ich bin dir echt dankbar, dass du mir immer hilfst. Du bist echt ein Funskerl. Ohne dich würde ich das alles gar nicht schaffen. Ja, dann heirate doch dieses Trockenobst, wenn ich nicht mehr zu dir passe. Das würde deiner Mutter übrigens auch passen, ja? Dann könnt ihr beide schön Kindlein kriegen und auf zwei Schweine in den Sonnenuntergang reiten. Dass du auch immer alles in den falschen Hals kriegen musst. Wir sind Freunde, soll ich sie buchstabieren? F-R-E-U-N-D-E. Wir waren immer Freunde, wir werden es auch immer bleiben. Ja, soll denn Herberts wunderschöner Hof vor die Hunde gehen? Nur weil du dir fürs Schweinegülle wegschippen zu schade geworden bist und Angst hast, dir die Nägel abzubrechen. Aber das Schlimmste ist, dass du die anderen Frauen im Dorf hast alle angesteckt. Hör mal zu, Süße, es geht nicht nur um meine Nägel. Vielleicht ein bisschen schon. Aber mir geht es um was ganz anderes. Mir geht es darum, dass die Frauen auf dem Land auch ihre Weiblichkeit ausleben können und sich nicht da knechten lassen auf so einem doofen Hof. Also ich denke mal, jede Frau, ob Stadt oder Land, hat das Recht, zu machen, was sie will, aber nicht auf Kosten anderer. So einfach ist das. Frau Aschmeier, wie hat die Brittany Denise die anderen Frauen des Ortes aufgewiegelt, wie Sie gesagt haben? Naja, Sie hören es ja, mit Ihrer lächerlichen Arbeitsverweigerung und Ihrem Schönheitswahn. Schauen Sie sich die doch mal an, mit den gefärbten Haaren. Schaut ja total billig aus. Aber das ist noch nicht genug. Die ist durchs ganze Dorf gelaufen und hat eine regelrechte Revolte bei den Bauersfrauen angezettelt. Mit so hirnlosen Parolen wie Frauen, wehrt euch, ihr seid mehr als Melkmaschinen und solchen Sprüchen. Naja, und die dummen Hühner, die haben das geschluckt und fortan nicht mehr mitgeholfen. Mein Gott, wir sind Familienbetriebe, da muss jeder mal ran. Stattdessen sind die zur Maniküre gegangen und haben sich künstliche Nägel draufpappen lassen. Kurz zusammengefasst, für Sie war die Frau Feinhuber doch das Schlimmste, was in dieser dörflichen Idylle überhaupt hätte passieren können. Haben Sie vielleicht deshalb des Nachts bei diesen eisigen Temperaturen draußen ausgesetzt, einfach dafür zu sorgen, dass sie verschwindet, ein für alle Mal? Ich meine, das mit dem Schlafsack hatten Sie doch Gelegenheit. Die Scheune war unverschlossen. Da kamen Sie doch vorbei auf dem Rückweg. Die konnten Sie mitnehmen. Und ich meine, wenn Sie gut mit ihm befreundet sind, dann lassen Sie ihn ja nun nicht hängen, ne? Und halten vielleicht Ihren Kopf für ihn dann hin. So ein Schmarrn. Ich mache mir doch an diesem Mischwesen nicht die Hände schmutzig. Frau Aschmeier, sie gilt als Frau nach der Operation, ja? Wo waren Sie am 10. Januar 2009, Frau Aschmeier? Ja, ich bin zu meinem Hof zurück, als Berti und ich mit der Unterredung fertig waren. Das war so gegen 21.30 Uhr. Dann bin ich auch zeitig ins Bett, alleine.
das war keine halbe Stunde später. Ja. Ich kann es mir nicht leisten, bis in die Puppen aufzubleiben und Sekt zu schlürfen und meine Tiere zu vernachlässigen. Denn die Arbeit im Stall ist meine Pflicht als Bäuerin. Hör doch mal auf, andauernd auf Britney Denise rumzuhacken. Sie hat uns doch alle die Augen geöffnet. Es wurde doch mal Zeit, dass jemand Klartext redet und die altmodischen Dorfansichten entstaubt. Aber du wirst immer im 17. Jahrhundert stecken bleiben, Dörte. Na ja, sind Sie auch eine dieser Frauen? Ja, und vor ein paar Monaten habe ich auch noch im kleinen Feldbach geknechtet. Naja, aber jetzt lebe ich in der Recklinghausener City und mache eine Ausbildung zur Fremdsprachensekretärin. Ja, und das alles dank Britney Denise. Und deshalb habe ich sie auch derzeit bei mir aufgenommen. Was hast du der zu verdanken? Die hat dir das Hirn vernebelt und sonst gar nichts. Lassen Sie, Frau, wie war noch mal Ihr Name? Teurich, Melanie Teurich. Frau Teurich aussprechen, wenn es irgend geht, ja? Danke. Von wegen vernebelt. Ich habe mein ganzes bisheriges Leben auf dem Hof meiner Eltern verbracht und habe gedacht, es wäre das gottgegebene Schicksal, dass ich mein Leben dort arbeite. Naja, irgendwie habe ich das auch nie in Frage gestellt. Naja, und dann war ich sogar mit einem Pferdewirt aus dem Nachbardorf verlobt, aber richtig glücklich war ich damit nie. Tja, das ist Ihr Problem. Und das hat sich durch Frau Feinhuber geändert? Ja, Britney Denise hat mir gezeigt, dass man alles erreichen und aus sich machen kann, was man halt möchte. Ich meine, sie ist ja das beste Beispiel. Sie hat sogar ihr Geschlecht gewechselt, weil sie halt gefühlt hat, dass sie eher eine Frau als halt ein Mann ist. Also ich finde das bewundernswert, aber leider gibt es halt noch genug Menschen, die halt Transsexuelle als krank abtun und mit ihrer Einstellung gegenüber anderen einfach noch im Mittelalter stecken. Wie die Zeugin Aschmeier zum Beispiel. Zum Beispiel, aber nicht nur die. Davon mal abgesehen, würde ich der Dörte sowieso kein Wort glauben. Sie war doch schon immer hinter dem Herbert her. Naja, und außerdem steckt sie noch mit der alten Mutter Feinhuber unter einer Decke. Die hat nämlich eine genauso antiquierte Einstellung. Entschuldigung, inwiefern sollen jetzt Dörte Aschmeier und seine Mutter unter einer Decke stecken? Können Sie mir das erklären? Na, Mutter Feinhuber war halt sehr geschockt, als sie erfahren hat, dass Britney Denise mal ein Mann war. Naja, und sie wollte halt immer die Dörte mit dem Herbert verkuppeln. Aber es hat halt nicht geklappt, weil er dann die Britney Denise kennengelernt hat. Naja, und die Dörte, die hat sich auch immer regelmäßig bei der Josi blicken lassen und hat sich bei ihr eingeschleimt. Ich glaube auch, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die zwei unter einer Decke stecken und diese Aktion zusammen geplant haben, weil sie vielleicht einen Keil zwischen die Ehe von Bertie und Britney Denise treiben wollen. Du hast doch eine kranke Fantasie, Melanie. Und schließlich ist es doch nicht verboten, sich um alte Menschen zu kümmern. Ja? Oder sie im Altersheim ab und zu mal zu besuchen. Tja. Anscheinend nicht alle, aber sie haben es getan. Und ich muss sagen, ich finde das löblich. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, wir haben ja schon den Richtigen auf der Anklagebank sitzen. Noch Fragen an die Zeugin Aschmeier? Keine. Nein, danke. Dann setzen wir mit der Mutter des Angeklagten vor. Josephine Feinhuber, bitte. Und Sie nehmen bitte an der Seite Platz. Die Zeugin bleibt unvereidigt. Frau Feinhuber, nehmen Sie bitte Platz. Da hat sich noch jemand fein gemacht, Frau Vorsitzende, um zum Gericht zu gehen. Ich finde das vorbildlich. Ich auch. Frau Feinhuber, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, nehme ich an. Wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Josephine ist Ihr Vorname, Sie sind 72 und leben in Bitburg in einem Seniorenstift. Was waren Sie vom Beruf? Also jetzt bin ich so quasi auf dem alten Teil. Aber davor war ich Schweinebäuerin auf unserem Hof. Als Mutter des Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können aussagen oder schweigen. Es ist Ihre Entscheidung und man kann immer dann schweigen, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. § 55 rein vorsorglich. Wollen Sie aussagen? Natürlich will ich aussagen. Denken Sie, ich bin den ganzen Weg hier umsonst hergekommen? Na, ich hoffe für Sie, dass es nicht umsonst gewesen ist. Ihr Sohn sagt ja weiterhin, dass er es jedenfalls nicht gewesen sei, der seine Ehefrau Britney Denise in dieser Nacht zum 10. Januar in diesem Waldstück ausgesetzt habe. Wissen Sie mehr darüber? Wenn mein Bertie das sagt, wird das schon stimmen. Aber außerdem ist mir das auch gleich. Die kleinen Sünden und die großen, die bestraft nämlich der liebe Gott sofort. So oder so ähnlich. Und mich interessieren hier meistens die größeren Sünden. Denken Sie da an was Bestimmtes? Na ja, man kommt so auf die Welt, wie man auf die Welt kommt. Und so geht man auch eines Tages wieder auf den Gottesacker. Ich habe noch nie eine Sau gesehen, die lieber ein Eber wäre. Da soll sich manch einer mal ein Beispiel dran nehmen an den Tieren.
Ja, dann kannst du gleich anfangen. Schweine sind nämlich liebe Tiere, außer dass ihre Kacke fürchterlich stinkt. Also die von Menschen ist auch nicht immer nach 4711. Riecht sie auch nicht immer. Mit anderen Worten, sie waren nicht sonderlich erfreut über die Nachricht, dass ihre Schwiegertochter ursprünglich mal ein Mann gewesen ist. Ich war außer mir, als ich nach all der Zeit, als mir da reiner Wein eingeschenkt wurde. Das müssen Sie sich mal vorstellen, dass ich dieses furchtbare, völlig nichtsahnend zwischen Schwarzwälder Kirschtorte und Himbeersoße erfahre. Mein Sohn, es liebt einen Mann. Das ist wieder die Natur. Ich bin nicht schwul. Britney Denise ist eine Frau, wie oft soll ich es dir noch erklären? Na, also jedenfalls mal frei, Feinhuber. Wenn Sie Schwarzwälder Kirsche und Himbeersahne auf einmal schaffen, ist es mit Ihrer Marke nicht schlecht bestellt. Wer hat Sie über die Geschlechtsumwandlung Ihrer Schwiegertochter informiert? Oh, mein feiner Herr Sohn hat mir gar nichts erzählt. Das musste ich von Dörte erfahren. Wann war das? Das war kurz nach der Hochzeit im November 08. Das gute Kind besucht mich ja regelmäßig in meinem Seniorenstift. Ganz im Gegensatz zu meiner sogenannten Schwiegertochter. Mein Gott, wenn ich mir vorstelle, dass ich nur vom Hof gezogen bin, um dem frisch verheirateten Paar Platz zu machen. Dann sagen Sie bitte der Frau Vorsitzende noch, wofür Sie dem frisch verheirateten Paar Platz machen wollen. Na ja, Herbert und Britney Denise, die sollten ja ganz schnell für viele kleine Enkelchen sorgen, die dann den Hof übernehmen können. Das ist mir nämlich ungemein wichtig. Der Hof ist seit 400 Jahren in der Familie. Und das soll schließlich auch so bleiben. Aber das geht ja bei diesem Neutrum von Ehefrock alles gar nicht. Dann adoptieren wir halt welche. Und hör auf, so über meine Frau zu reden. Das würde ich ja auch nicht, wenn sie denn eine Frau wäre. Nur gut, dass mein Norbert nicht mehr lebt. Das hätte ihn ins Grab gebracht. Ja, aber nun ist er dort und ruht in Frieden und der liebe Gott ist großzügiger, als vielleicht der eine oder andere glaubt. So eine Geschlechtsumwandlung ist absolut nicht leicht für den jeweiligen Betroffenen. Meistens sehen die gar keinen anderen Ausweg. Und Britney Denise gilt jetzt auch rechtlich als Frau, auch wenn sie keine Kinder bekommen kann. Ja, was würden, wie würden Sie denn das finden, wenn Ihr Sohn Sie so schlimm belügt? Hier. Kurz nach der Hochzeit haben die beiden sogar behauptet, dass sie schwanger wäre. Ich habe mich so gefreut. Und dann verklickern sie mir, dass sie das Kind verloren hat. Dabei konntest du gar keine Kinder kriegen. Mensch, Jossi, wir mussten das doch machen. Wir hatten keine andere Wahl. Du hättest niemals kapiert, dass ich transsexuell bin. Mit dir rede ich überhaupt nicht mehr. Dazu kann mich hier auch keiner zwingen. Aber vielleicht beantworten Sie mir ja noch meine Frage. Frau Feinhuber, ist es richtig, dass Sie Dörte Aschmeier eigentlich am liebsten als Ihre Schwiegertochter gesehen hätten? Tja, wer würde Dörte nicht gerne als Schwiegertochter haben? Sie ist mit Leib und Seele Bäuerin. Und außerdem könnte sie meinem Herbert Kinder gebären. So eine wünsche ich mir für ihn. Das glaube ich. Und darum glaube ich auch, dass die Dörte Aschmeier ihre Schwiegertochter mitten in dem Wald ausgesetzt hat. Einfach nur, um sie aus dem Weg zu räumen, damit sie freie Bahn hat auf dem Hof. Ich meine, vielleicht hat sie da auch ein bisschen moralische Unterstützung von Ihnen von bekommen. Ach, das ist doch alles Unsinn. Es ist ja nicht so, dass ich Britney Denise nicht eine Chance gegeben hätte. Und bis zur Hochzeit machte sie auch noch einen ganz passablen Eindruck. Da war sie anständig gekleidet, sie hat sich um den Hof gekümmert. Da wusste ich ja noch nicht, dass sie der Teufel in Frauengestalt ist. Also, ich teile ja nun wirklich nicht alles, was die Frau Feinhuber sagt. Möchte sie an dieser Stelle auch mal etwas in Schutz nehmen, auch wenn ich glaube, Frau Tasic damit nicht von ihren wilden Verschwörungstheorien abbringen zu können. Dafür kenne ich sie zu gut, Frau Tasic. Aber dass die Frau enttäuscht war und dass sie vielleicht jemand anders als andere Partnerin bevorzugt hätte für ihren Sohn, das kann ich in gewisser Hinsicht verstehen. Und wenn ihr dann noch eine Schwangerschaft vorgetäuscht wird, dann ist das böse. Das ist schon ein bisschen gemein. Das hätte auch in der Tat nicht sein müssen. Nur zum nächsten Punkt möchte ich ganz gerne kommen, Frau Feinhuber. Sie sollen Ihren Sohn an diesem Morgen, 10. Januar, angerufen und geweckt haben. Wie viel Uhr war das? Das war um Punkt 5 Uhr. Das mache ich immer so, damit mein Herbert aus den Federn kommt. Da, als ich noch, bevor ich in die Parkresidenz gezogen bin, da habe ich das noch persönlich gemacht. Mit einem Becher Kaffee. Aber seitdem ich nicht mehr auf dem Hof lebe, mache ich das eben per Telefon. Und bei diesem Telefongespräch haben Sie da zufällig mitbekommen, dass seine Ehefrau bis dahin noch nicht nach Hause gekommen ist? Na ja, erst nicht. Da war er noch ganz verschlafen. Aber dann klang er hellwach und hat mir gesagt, dass das Bett neben ihm leer ist. Klang denn seine Überraschung glaubhaft? Na ja, schon.
Danke, das wollte ich hören. Das hörte sich sehr überzeugend an. Ja. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich denken soll. Bis jetzt hätte ich für meinen Herbert die Hand ins Feuer gelegt. Aber jetzt, wo er mich sogar mit der Brittany Benice belogen hat. Noch Fragen an die Zeugin Feinhuber? Ich habe keine Fragen mehr, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Frau Feinhuber. Nehmen Sie bitte mit Foto wieder hinten Platz. Herr Käsberger, bitte als nächster Zeuge. Die Zeugin bleibt unvereidigt. Herr Käsberger, nehmen Sie bitte Platz. Geht es Ihrer Ehefrau wenigstens ein bisschen besser? Naja, was die nicht umbringt, das macht die nicht nur noch härter, ne? Ja, so kann man sich zu einer Lebensmittelvergiftung auch äußern. Eben, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, nehme ich an. Wissen Sie, wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Jawohl, Frau Vorsitzende. Paragraph 55 erlaubt einem zu schweigen, nämlich dann, wenn man sich selber bei wahrheitsgemäßer Aussage einer Straftat bezichtigen müsste. Herr Käsberger, Wolfram ist Ihr Vorname, Sie sind 45 und wohnen in Kleinfellbach in der Eifel. Was sind Sie vom Beruf? Rinderwirt. Mit dem Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Ja. Herr Käsberger, Sie werden ja wissen, was man Ihrem Freund hier vorwirft, nämlich seine Ehefrau Brittany Denise hilflos betrunken, nachts bei minus 5 Grad in einem Wald ausgesetzt zu haben. Ja, sicher weiß ich das. Aber was habe ich damit zu tun? Naja, Sie hätten verhindern können, dass sie dort ausgesetzt wird, wenn Sie nicht an dieser ersichtlich Betrunkenen vorbeigefahren wären, sondern sie ins Auto gepackt hätten und nach Hause gefahren hätten. Mhm. Ich bin daran vorbeigefahren, aber ich hatte es sehr, sehr eilig, Frau Vorsitzende. Nach so meins? Ja, sicher. Ich bin doch nicht ohne Grund losgefahren. Der Walter, der ist Pferdewirt im Nachbardorf. Mhm. Das Fohlen, die Stute. Die ist trächtig und das Fohlen nach quer. Und da ich mich als Rinderwirt da auch auskenne, ne? Fohlen, Kälbchen, ja, alles das Gleiche fast. Und der Arzt zum Fall im Nachbardorf zum Notdienst noch gerufen worden ist, ja, bin ich da halt vorbeigefahren an ihr. Soll ich doch zusehen, wie sie nach Hause kommen. Außerdem hätte ich für die nicht den Chauffeur gespielt. Diese da, Susanne. Also mit anderen Worten, Sie hätten sie auch nicht mitgenommen, wenn Sie es nicht so eilig gehabt hätten. Gucken Sie doch mal an, die hat auch nur Scherereien bei uns im Dorf gemacht. Dieses, naja. Können Sie etwas konkreter werden? Welche Scherereien meinen Sie? Also, nicht nur das, dass dieses Mannsweib da, ne? Berti, nimm's mir nicht übel, aber was du an den renitenten Weib da findest, du, das weiß ich nicht. Frau Vorsitzende, also, da muss ich mal sagen, ne? Damit meine ich nicht, dass ich früher mal ein Kerl war, ne? Das nicht. Aber die hat die ganzen Frauen in der Stadt aufgehetzt, in unser Dorf. Und noch meine Petra. Und dem Floh ins Ohr gesetzt, sie brauchten nicht arbeiten. Wofür sind die denn Landwirten? Also hier, spinnst du wohl hier, wa? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was meinen Sie damit? Ja, dass sie die Frauen den Floh ins Ohr gesetzt haben. Und dass ich meine Petra auf den Hof knechten würde. Und dass sie ihre Weiblichkeit nicht ausleben kann. Ja, die spinnt da wohl nicht ganz richtig, wa? Ja, stimmt ja. Doch auch. Da hören Sie es, Frau Vorsitzende. Da hören Sie es. Meine Frau wollte doch nicht einmal morgens mehr aufstehen. Zur Arbeit. Ja, das müssen Sie sich mal reinziehen. Hat sich Farbe im Gesicht. Die Kinder haben sie fast nicht wiedererkannt. Dann noch. Ich will nicht, dass bei Ihnen noch das Frauenwahlrecht eingeführt wird. Nein. Mal ganz ruhig, Herr Staatsanwalt. Also, und dann ist er hergegangen. Wellness hier, Wellness da, Gurkenpampe im Gesicht. Früher hat sich das auf die Stulle geschmiert und gegessen. Aber eine Woche habe ich gebraucht, sie erstmal wieder hinzukriegen, dass sie ihren Beruf wieder ausübt als Landwirtin. Ja, dann ist ja insoweit wieder alles im Alten oder fast. Also jedenfalls hat aber Ihre Ehefrau diesem Abend oder in dieser Nacht zum 10.01., also relativ spät, eine feuchtfröhliche Party, eine Dessous-Party gegeben. Und dort wurde so viel getrunken, so viel, dass die Frau Feinhuber also betrunken da auf der Straße rumgetorkelt ist. Und Sie haben das nicht mitbekommen? Ja, sicher habe ich das gesehen, wie die getorkelt ist. Sie wissen doch, wer laufen kann, der kann auch laufen, sage ich immer. Also, Herr Käsberger, ganz so geht das dann natürlich doch nicht. Wenn Sie einfach die Zeugin Feinhuber aus persönlichen Gründen nicht mitnehmen, obwohl Ihnen das möglich gewesen wäre und zumutbar war Ihnen das auch, dann ist das ja wohl zumindest in dieser Situation eine unterlassene Hilfeleistung. Und dafür werden Sie sich auch verantworten müssen. Da können Sie sich immer mal drauf verlassen. Das läuft auf eine Geldstrafe für Sie hinaus. Moment mal, Herr Staatsanwalt. Ja, was heißt Moment? Kleinen Moment, ich wollte. Berti, also bei aller Freundschaft muss ich dir dann sagen. Also, ich habe gedacht, eine Anzeige läuft da gegen mich. Das weiß ich. Aber wenn ich jetzt noch berappen soll und bezahlen soll, nee, das kann ich mal nicht machen. Also, du weißt, ich will mir einen neuen Zuchtbullen kaufen. Der läuft mir nicht alleine auf den Hof.
Also, Frau Vorsitzende, ich müsste da noch ein bisschen Nachtrag machen. Ich höre. Also, wie ich den Abend losgefahren bin, zu dem Walter nach Nadradorf, oder bin ich an die da vorbeigefahren und habe dann im Rückspiegel gesehen, wie dann Berti die Frau ins Auto gepackt hat. Sie war nicht in Not. Also nicht für Sie mehr in Not gewesen. Nur wenn das so war. Warum haben Sie das nicht bei der Polizei schon längstens ausgesagt, dass Sie den Angeklagten am Tatort gesehen haben? Der Berti ist doch ein guter Kumpel. Kann ich doch nicht reinreißen. Mit dem kann man Pferde stehlen. Warst du es also doch, Berti? Los, jetzt gib zu. Sonst siehst du mich nie wieder. So war das nicht. Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist. Also wirklich, ich hab's doch nur aus Liebe getan. Aus Liebe? Aus Liebe wirfst du mich den Tieren draußen im Wald zum Fraß vor? Wollte doch nur, dass du wieder zur Vernunft kommst. Hm. Ich wollte meine alte Britney Denise wieder haben. Ich wollte dir nicht wehtun, aber ich hab gedacht, dass ein kleiner Marsch auf Stöckelschuhen durch den Wald dich wieder zur Besinnung bringt. Ich wollte dir nicht wehtun. Deshalb habe ich dir auch den Schlafsack gegeben. Ich habe dich da reingepackt, damit du nicht frierst. Und auf dem Hochsitz habe ich die ganze Nacht gesessen und gewartet und aufgepasst, dass du wach wirst. Ich wollte nicht, dass dir was passiert. Wäre ich bloß mitgegangen. Wenn ich dich heimlich begleitet hätte, wäre dir auch nichts passiert. Bitte verzeih mir noch mal. Verzeihen? Sowas kann man nicht verzeihen. Aber wenigstens hast du jetzt endlich die Wahrheit gesagt. Aber ich muss erst mal über einiges nachdenken. Und solange werde ich bei Melanie in Recklinghausen bleiben. Darf ich dich denn da besuchen? Naja, Melanie und ich, wir wollten heute Schweineländchen machen. Wenn du möchtest, kannst du gerne auf ein Gäbelchen vorbeikommen. In die große, böse Stadt? Trauen Sie sich das? Ist doch alles schlecht da. Nein, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Fragen an den Zeugen Käsberger. Der Zeuge bleibt unvereidigt. Vielen Dank, Herr Käsberger. Nehmen Sie hinten Platz. Werden Anträge gestellt. Schließe ich die Beweisaufnahme der Staatsanwaltschaft drüben. Ne? Frau Vorsitzende, der Angeklagte hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Positiv als auch negativ. Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, sagt man immer. Und da muss ich sagen, hat er mich wirklich überrascht. Der hatte da eigentlich mit der Heirat doch gar keine Probleme. Und eigentlich ist ihre Frau doch im Dorf, auch nachdem das mit dieser Operation publik geworden ist, mitten dabei. Die geht zu Dessous-Partys, da gibt es eigentlich überhaupt keine Reibungspunkte. Und selbst die Zeugin Aschmeier, die sich hier als herbste Kritikerin aufgeführt hat, muss man sagen, der ist das doch auch egal, ob Mann oder ob Frau. Für die ist es wichtig, dass man jeden Tag bis zur Hüfte in der Hühnerscheiße steht und auch noch sagt, ich liebe das. Dann ist man dazugehörig. Und ob das ein Mann oder eine Frau ist, interessiert diese Frau doch gar nicht. Was Sie gemacht haben, geht nicht, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Eine gefährliche Körperverletzung, Sie können sich das gerne noch mal angucken. Eine Nötigung ist es gewesen. Und Sie können vom Glück sagen, dass ich dabei nur eine relativ harmlose Verletzung realisiert hat. Deshalb ist das Ganze aber auch eine gefährliche Körperverletzung. Auch deshalb sind sie zu verurteilen. Warum hat er das gemacht? Weil er sie nötigen wollte letztlich, dass er wieder auf dem Hof arbeitet. Ich beantrage deshalb den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von einem halben Jahr zu verurteilen. Das ist die Mindeststrafe zur Bewährung auszusetzen. Danke. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Die Mindeststrafe nur dann, Frau Vorsitzende, wenn es kein minderschwerer Fall ist. Ich meine, er hat doch gesagt, die ganzen Tatumstände, hat den Schlafsack mitgebracht. Er hat ja auch eine Zeit lang neben mir ausgeharrt, bevor er dann doch gegangen ist. Er hat ein Geständnis abgegeben, das war von Reue getragen, ganz klar. Es war natürlich auch eine eigene Verzweiflung hier mit dem Spiel, denn die Frau war weg, das war existenziell für ihn und Dörte Aschmeier, bei aller Liebe, war natürlich kein Dauerersatz. Also es gibt keine Folgen für die Geschädigte, keine dauerhaften Folgen und eigentlich, wenn wir ehrlich sind, hat sie ihm ja schon mit den Schweineländchen fast verziehen. Minderschwerer Fall, ich bitte um Milde. Vielen Dank. Herr Feinhuber, Sie haben das letzte Wort. Also, mir tut die Sache wirklich unendlich leid. Ich habe das so alles nicht gewollt. Bitte verzeih mir noch mal, Britney Denise. Ich liebe dich doch. Gib uns noch mal eine Chance. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird wegen Aussetzung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung und erträgt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Herr Feinhuber, an sich haben Sie meinen Respekt gehabt wegen des Umgangs und wie Sie auch umgegangen sind mit Ihrer Frau. Und ich denke mal, aus einem Gäbelchen können auch vielleicht mehr Gäbelchen werden. Nur diese Gäbelchen müssen ja mit irgendwas gefüllt werden. Und nochmal, ob es Ländchen oder sonst irgendwas. Und das bedeutet, man muss dafür arbeiten. Wo? Frau Feinhuber, ist mir ziemlich egal.
Und ich habe noch nie gehört, dass eine solche Operation dann auch das Wesen derart verändert, dass man plötzlich als früherer Landwirt das total ablehnt. Ich glaube Ihnen noch nicht so ganz. Spielen Sie jetzt diese Rolle mit High Heels oder was soll die ganze Geschichte? Nur das wird einen Familienbetrieb nicht zusammenhalten. Das heißt, Sie müssen sich auch über den Arbeitseinsatz im Klaren sein oder ob Sie zu dieser Familie anderweitig mit zum Einkommen beitragen. Das ist also eine andere Geschichte. Nur Stöckeleien von Ehefrauen ohne weitere Leistung ist mir so ein bisschen, frauenpolitisch auch gesehen, zu wenig. Gegen dieses Urteil gibt es das Rechtsmittel der Revision oder Berufung einzulegen binnen einer Woche ab heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Das Verfahren gegen Wolfram Kiesberger wegen Strafvereitelung wurde gegen Zahlung einer Geldbuße von 300 € eingestellt.